will be from Mexico, Alejandro Lopez. From England, Dave Paris. From Puerto Rico, Roberto Ramirez. And inside the ring, in charge of the action at the bell, the referee from the United States, Sam Williams. And now, the officials are ready. The fighters are ready. So for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing black with gray, official weight, 111 kilograms. His professional record, 36 victories, including 24 knockouts with only 2 defeats. From Washington, D.C., USA, the IBF, number one ranked challenger in the world, Tony the Tiger Thompson. And fighting out of the red corner, wearing red with gold, officially weighing 113 kilograms, this Olympic gold medal champion now has a professional record consisting of 57 victories, including 50 knockouts, with 3 defeats. Fighting out of Hamburg, Germany, and his home, Kiev, Ukraine, the 3-time world champion and reigning, defending IBF, IBO, WBA, WBO heavyweight champion of the world, Dr. Steel Hammer, Vladimir. Command to break, I want you to take a full step back to hands up. Protect yourself at all times. In case of a knockdown, I'll send you to the furthest neutral corner. Remain there till I send for you. Good luck, man. Seconds out, please. Ring five. Hold the lights. Es ist die 12. Titelverteidigung für Wladimir Klitschko. Und der hat vor dem Kampf gesagt, wenn man sich den Gegner aussuchen darf, dann macht man eigentlich einen großen Bogen um so Typen wie Tony Thompson. Aber der hat sich nach vorne geboxt in der Rangliste der IBF, der International Boxing Federation. Das war Position 2. Es kam dann nicht mehr zum Ausscheidungskampf um die Nummer 1 Position. Aber er ist der höchste verfügbare Herausforderer und es steht eben die Pflicht-Titelverteidigung an. So kommt es also zu diesem Rematch. Ja, es ist immer nicht ganz einfach gegen einen Rechtsausleger, denn die beste Waffe von Wladimir Klitschko ist die Führhand. Der schnelle Jab, die gute linke Gerade und die wird von einem Rechtsausleger leichter geblockt als von einem Boxer in der Normalauslage. Also könnte es passieren, dass sich Klitschko seiner wichtigsten Waffe beraubt sieht. Deswegen gibt es dann die Ersatzhandlung mit dem linken Haken vorzubereiten, dann die rechte gerade hinterher. So wie hier der Versuch, auch wenn es ohne die Vorarbeit ging. Bei Thompson hängt die Deckung tief. Auch bei Klitschko einigermaßen offenes Haus. Wieder die Rechte.
Und was daran besonders gut aussah, ist, dass er sie nicht zum Kopf geschlagen hat, sondern so ein bisschen mehr in Richtung des Brustbeins, also tiefer. Mit der Hoffnung, da überhaupt durchzukommen, sich erstmal den Gegner hinzustellen, hier die Distanz zu finden. Und genau zu tasten, wo muss denn dann die Rechte rein, wo soll es denn hingehen, sehr aggressiv, guter Konter von Thompson. Ja, sieht man, auch das ist schon bekannt, man kommt sich natürlich immer mit dem vorderen Fuß ein bisschen in die Quere. Wer außen steht, steht in der deutlich besseren Position. Das war zuletzt in den Szenen, die wir hier beobachten konnten, immer der Weltmeister Wladimir Klitschko. Ja, zu langsam die letzten Sekunden dieser Eröffnungsrunde, ein bisschen abtasten, aber gute Arbeit schon vom Weltmeister. Und er wird diesen ersten Durchgang auch gewonnen haben. Bring den Jab, das sagt Emmanuel Stewart, der heute Geburtstag hat, 68 Jahre wird. Wenn du hier aufs Tempo trittst, dann kannst du den Kampf sehr schnell beenden. Mehr mit der Führhand arbeiten und weiter so aggressiv hinterhergehen. Also dem Cheftrainer gefällt das, was er da sieht. Und in der Ecke von Tony Thompson klang das etwas anders. Barry Hunter, der Cheftrainer, nimmt die Fäuste hoch. Er ist so viel schneller als beim ersten Mal. Du musst dich besser verteidigen. Da kam die Rechte. Unser Barry Hunter, guter Trainer auch, hat einen anderen Weltmeister in seinem Stall. Raymond Peterson trainiert im Headbangers Gym in Washington. Und so eine Rechte, die da so durchkommt und den Kopf nach hinten schlackern lässt. Das ist so ein Headbanger-Schlag. Aber er hat ihn kassiert und er hat ihn nicht abgefeuert. Thompson hat da gerade die Deckung etwas höher. Also ist da der Anweisung seines Trainers gefolgt. Ja, hier, das ist zu langsam mit solchen Aktionen. Da kann man Klitschko nicht gefährlich werden. Zu Boden gedrückt, weggerutscht. Da wird der Ringrichter Sam Williams nicht anzählen. Es ist die Beweglichkeit von Klitschko, die dem Herausforderer so große Schwierigkeiten bereitet. Der braucht einen Gegner, der statischer ist, der mehr vor ihm steht, der abwartet. Und der dann sich eben von diesen Schlägen auch treffen lässt. Klitschko mit zu großer Präzision. Und wenn sie aufgepasst haben beim Walk-In, dann haben sie es noch im Hinterkopf. Zu welchem Lied läuft Wladimir Klitschko bei seinen Kämpfen ein? Unser Gewinnspiel, war das Can't Stop oder war das die Schweizer Hymne? Anrufen und mitmachen. Die Rechte kommt durch. Mitmachen auf eine gute Anweisung an Tony Thompson. Also 0-1-3-7-9-30-30-30 oder schauen Sie auf der Seite 299 nach 10.000 Euro und eine Jahresmitgliedschaft bei McFit. Das steht da auf dem Spiel. Und hier geht es um noch viel mehr. Ein sehr konzentrierter Klitschko, der etwas mehr zur Sache geht, als er das in vielen seiner vergangenen Kämpfe manchmal gezeigt hat, gegen Gegner, die gefährlich waren. Guter Treffer, zählt er an, Sam Williams, jawohl. Was schaut er da an? Weiß nicht so genau, was er machen will, oder doch? Was sagt er? Kein Niederschlag. Ende der Runde. Let's work. Noch mal kurz sehen können. Also da war ein Schlag vorher im Ziel. Man hätte
Abschlagwirkung entscheiden können und anzählen können. Sam Williams, der Ringrichter, hat sich dagegen entschieden, aber diesen Schlag hat Thompson auf jeden Fall gespürt. Ja, mehr mit der Führhand arbeiten. Das wurde in beiden Ecken gesagt. Thompson soll Klitschko beschäftigen. Soll ihm gar nicht die Möglichkeit geben, locker durchzuschlagen, locker durchzukommen. Ja, wenn er so Maß nehmen kann und dann noch ein bisschen den Oberkörper mit nach vorne nimmt, dann kann es ganz gefährlich werden. Wir sehen viele weiße Punkte auf der Hose von Wladimir Klitschko. Das sind Namen. Da konnte man sich an einer Aktion beteiligen. Insgesamt 10.000 Namen stehen jetzt also auf der Hose. Fans, die Klitschko bei diesem 21. WM-Fight somit also moralisch unterstützen. Vorne gehend von Thompson. Er muss mehr machen, er muss in die Aktion gehen und auch in solchen Situationen vielleicht noch mehr arbeiten, wenn er dran steht an Klitschko. Das sind die Momente, die er nutzen muss. Sonst ist das einfach zu schnell, was der Weltmeister da vorträgt. Da war der Ringrichter auf dem Weg, um zu trennen. Und es kam noch so ein leichter Schlag von Thompson. Schön, gut zum Körper. Klasse, mit viel Wucht die Rechte. Große Gefahr, wenn man mit dem linken Haken in den Mann geht. Wenn man dann nämlich vorbeischlägt, so wie es Wladimir Klitschko hier gerade gemacht hat, dann ist man selber offen für den möglichen Konter. Aber er muss, er will das Risiko gehen, um dann selber seine Rechte runterzubringen. Es bleibt also richtig spannend. Barry Hunter sagte das zu Tony Thompson. Du musst an dich glauben. Also hat er dreimal nachgefragt. Ehe Tony Thompson sagte, ja, ich glaube an mich. I believe. Das wäre ein Anfang. Klitschko in der letzten Runde ein bisschen weniger die Führhand geschlagen. Das soll jetzt wieder mehr werden. Es passiert was. Im Ring, ein Gegner, der zurückschlägt. Das haben wir im letzten Kampf mit dem Franzosen Jean-Marc Mormec nun wirklich nicht. Klitschko. Da war die Anweisung, schlag häufiger die Führungshand, damit er dann deine Rechte nicht so leicht kommen sieht. Und mehr Schlagen, mehr Aktionen. Auch das Credo für die Arbeit hier von Thompson. Oh. Der auch im ersten Kampf viel geschlagen hat, der eine gute Schlagstatistik aufwies am Ende. Aber die härteren Treffer kamen von Klitschko, die größere Präzision ebenfalls bei Klitschko. Und das hat nicht nur zum vorzeitigen Sieg im ersten Duell geführt, er lag dann auch deutlich nach Punkten vorne. Hier läuft es ähnlich. Zweite Runde, dritte Runde, Klitschko unten, die erste
vielleicht die knappste. Für Klitschko kann man die unentschieden geben. Möglicherweise ja. Aber dennoch liegt dann Toni Thomsen hier weit hinten. Und diese Treffer tun dann ihr Übriges. Gute Aktion von Klitschko. Hier geht es also um den großen Preis im Schwergewicht. Morgen geht es um den großen Preis von Großbritannien. Ab 12.45 Uhr bei uns hier bei RTL Rennstarter um 14 Uhr. Und Sie haben es vorhin gehört oder mitverfolgt. Vettel auf 4, Schumacher auf der dritten Position. Also das wird morgen auch spannend. Vitaly Klitschko, der auch sagt Jab, Jab, Jab. Er bleibt da stehen, das macht er gut. Gefällt mir, was Wladimir Klitschko macht. Er verlagert nur das Gewicht nach hinten, um dann wieder ganz schnell dran zu sein. Aber auch gute Aktionen von Thomsen. In dieser Runde, für diese Runde hat Emmanuel Fürth, Klitschko und Trainer, das Ende angekündigt oder erhofft. Kleine Cut-Verletzung bei Toni Thomsen. Der Trainer von ihm greift schon in die tiefe Motivationskiste. Das hier sind die wichtigen Minuten. Junge, du musst jetzt alles abrufen. Boxt für seine Verhältnisse offensiv, aggressiv. Der geht nicht weit zurück, der bleibt immer dran in dieser nahen Distanz. In der Halbdistanz, wo er versuchen kann, Schläge zu landen. Das ist eigentlich der Kampfstil, auf den sich Toni Thomsen gefreut hatte, weil das seine Chancen erhöht, selber durchzukommen. Aber er muss diese Chancen dann auch nutzen. Und Klitschko will sich eben hier nicht den Vorwurf machen lassen müssen, dass er zu nachlässig geboxt hat. Hier sieht man schön, wie Thomsen auf den Füßen steht von Klitschko. Da kann er dann mal gar nicht weg. Aber das sind dann, wenn man das als Trick versucht, natürlich die Momente, wo man nach vorne gehen muss, wenn der Gegner nicht weglaufen kann, weil der Fuß da am Boden festgezackert ist. Ja, die rechte Mann am Kopf. Thomsen trifft Klitschko, aber kann man das Schlag nennen? Das war so ein verschobener Handschuh. Das sind Schläge. Diese Schnelligkeit. Und der geht da hinterher, Deckung tief. Will ihn sich stellen. Und das ist Barry Hunter. Mach was, jetzt mach was. Bleib dran. Aber das ist insgesamt zu wenig. Einzelaktionen von Toni Thomsen. Der müsste mal wirklich sein Herz in beide Handschuhe packen und nach vorne marschieren. Nicht nur ein, zwei Schläge, nicht nur so einen halben Schritt nach vorne, sondern durchmarschieren durch Klitschko. Stattdessen kassiert er wieder so einen guten Treffer. Und hier die rechte voll ans Kinn. Volltreffer von Klitschko. Und das kann das Ende sein. Sam Williams kniet vor ihm. Wow, kommt der nochmal hoch? Wir sind bei... Oh, oh, oh. Noch 24 Sekunden. Kann er da noch in die Pause kommen? Noch ein Volltreffer und der Kampf ist vorbei. Was für ein harter Hammer von Klitschko. Mein lieber Mann, diese Rechte. Absolute Weltklasse. Na, jetzt hält er, jetzt klammert er natürlich. Der will irgendwie in die Pause kommen. Der braucht die Minute. Mindestens die. Der Blick, diese Rechte. Wow.
Bester Treffer, klarer Treffer von Klitschko. Und wir reden wieder über Trikis der psychologischen Art Teil 2. Barry Hunter, du hast deine Kinder hier mit dabei. Die schauen das an, sagt er zum Herausforderer. Jetzt zeig ihnen was. Die wollen nicht miterleben, wie du hier so untergehst. Die Frau ist mit dabei, Sydney, 7 Kinder hat er insgesamt, er braucht das Geld. Schon im ersten Kampf hat er gesagt, dieser Kampf kommt genau zur richtigen Zeit. In seinem Haus fiel die Klimaanlage aus, da musste viel erneuert werden. Konnte den Scheck sehr, sehr gut gebrauchen. Auch jetzt hört man, da warten schon einige Menschen in Washington auf ein paar Überweisungen von Tony Thompson. Dawson soll für dieses Duell bei ungefähr 1 Million US-Dollar liegen. Und große Zahltage gibt es nur noch, wenn man hier siegreich wäre. Er muss schlagen. Was er hier macht, ist nur, dass er versucht, die Niederlage rauszuzögern. Er steht am Ringseil. Er lässt sich in die Ecken stellen. Wie war das? Mehr Führhände, mehr von der Ringmitte ausboxen, weggehen, sich nicht hinstellen, da wo Klitschko problemlos hinschlagen kann. Und immer wieder kommt die Führhand von Wladimir Klitschko. Ich werde alles dafür tun, dass Tony Thompson K.O. geht. Und das sieht man und das spürt man. Wieder die rechte. Und da war sie etwas zu hoch. Und deswegen war es kein Volltreffer. Aber er ist hier der absolute Chef im Ring. Nicht zu stoppen. So sieht es im Moment aus. Und er kann sich auch noch die Zeit nehmen. Haben Sie das gesehen? Der kann da richtig stehen. Der kann warten. Der kann noch mal genau gucken. Thompson bewegt sich nicht. Der bewegt sich nicht mal weg. Der steht da. Da ist es manchmal schwieriger, einen Sandsack zu treffen, als das, was der hier zum Teil am Seil abruft, dann geht er wieder weg. Hier steht er wieder. Und nochmal kommt die rechte und die linke. Und wenn er dann zumindest zurückschlagen würde, dann könnte man ja vielleicht noch eine Taktik attestieren. Aber da liegt er wieder wie im ersten Kampf auf seinem Arm. Wir sind bei 5. Was macht die Ecke? Sucht da jemand schon das Handtuch? Nein. Wir sind bei 7, 9, 10. Na, kannst du? Willst du? Nein, der kann ja gar nicht stehen. Er kann nicht mal das Seil loslassen. Der Mann ist stehen, K.O. So sieht das aus. Und eben gerade lag er noch da. Der Tony Thompson, der so viel wollte, so wenig davon abgerufen hat. Ein klarer, ein guter K.O.-Erfolg für Wladimir Klitschko, der 51. gegen sowas wie einen Angstgegner. Und den hat er hier systematisch kontrolliert. Und er ist auch dahin gegangen, wo es theoretisch hätte wehtun können. Also das war einer der aggressiveren, souveräneren Fights von Klitschko. Man kann ihm ab und zu vorwerfen, auch zu Recht, dass er ein bisschen zu zurückhaltend kämpft gegen Gegner, die Gefahr auf der Hose stehen haben. Aber hier ist er mitten reingegangen. Und während Tony Thompson auf das Wunder von Bern hoffte, war am Ende eher so die Flunder von Bern, die er da lag. Und vorher auf gewartet hat, dass die Rechte nochmal einschlägt. Hier, die Rechte, dann der linke Haken und irgendwie ein Gewühle. Und dann noch ein Schlag auf die Schläfe und da hat er mehr oder weniger darauf gewartet, dass da noch was kommt, dass er umfallen kann. Der hat vorher schon gemerkt, das wird nichts mehr. Hier linker Haken, dann nochmal aus der Szene. Und dann kuschelt er sich da in die neutrale Ecke, Tony Thompson. Und der war nicht wieder klar, der hätte nicht nochmal sich zum Kampf stellen können. Dann gute Entscheidung von Sam Williams. Hier das ganze Team von
Klitschko, die sich schon gefreut haben. Das waren also schon diese 15 Sekunden, von denen Klitschko gesprochen hat, kurz nach dem Sieg. Dieses große Glücksgefühl. Aber es kommen, glaube ich, noch ein paar kleine Glücksgefühle gleich bei der Urteilsverkündung. Wir machen vorher eine kurze Pause, sind gleich wieder hier in Bern.